Egal. Ja, herzlich willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Und ich würde sagen, wir legen einfach los auf meiner Seite mit einem Yugi-Deck. Ich ziehe 5 Karten. Und auf Dracos Seite mit einem Toon-Deck, ne? Pegasus-Toon-Deck. Mit einem Pegasus-Toon-Deck, ja. Wir fangen an, indem wir irgendwie wieder die Mitte des Decks zeigen, machen, tun. Was man auch machen kann, würfel, wer die höhere Zahl hat, sucht sich aus, ob er erst gehen will oder zweiter. Okay, dann machen wir das. Ich habe jetzt keinen Würfel, dann musst du für mich mitwürfeln. Okay, ich habe 3. Du hast 3. Okay. Eine 5. Okay, dann beginne ich. Ich beginne. Ich ziehe also eine 6. Karte. Und also Basic Yugi Deck. Oh, die Monster hier, damn. Okay. Ja, da bleibt mir jetzt nicht so viel übrig. Ich setze ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Und dann beende ich meinen Zug auch schon. Ich bin. Okay. Ich lege ein Monster in meinen Zug. Nice. Okay, komm. Herz der Karten. Oh. Okay. Ja, dann, Gönnung. Geflügelter Drache. Ah, Festungswächter 1. Oh. Klassiker, man kennt ihn. 1400 ATK. Ja. Mhm. Junge. Mit dem greife ich jetzt an. Also, dein Monster. Das ist Jurus, der Schattenspeer. Oh Gott, was macht er? Sein Effekt wird aktiviert. Der Gegner zieht 3 Karten. Beide Spieler überprüfen die Karten. Alle Zauberkarten werden auf den Friedhof abgeworfen. Okay, also ich. Von den 3 gezogenen, oder wie? Ja. Okay. Ich habe diese 3 Karten gezogen. Und was war das? Alle Zauber- und Fallenkarten? Ja, also weg mit Wiedergeburt. Ah. Oh. Na gut, Kuribo in der Riesensteinsoldat. Okay. Und bei dir? nur der Gegner. Ach so. Oh, lol. Okay, das heißt, ich durfte jetzt für free Karten ziehen. Ja, aber dafür hast du Wiedergeburt verloren. Ja, okay. Aber das ist ja. Das ist ja gar nicht mal so kacke. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, machst du noch irgendwas? Achso, entschuldige bitte. Nee, mein Zug ist dann beendet. Nee. Okay, Ja. Okay, ich lege ein Monster. Muss ich kurz noch was überlegen. Ja, mach. Okay, ich lege noch eine Karte und beende meinen Zug. Ah, eine verdeckte. Okay, dann bin ich dran. Oh, okay. Das ist ja gar nicht mal so kacke. Nee, doch, eigentlich ist es schon ziemlich kacke. Okay. Ich spiele den wilden Kobold. Ja, auch ein Klassiker. Kennt ihn? Ja. Ich rüste ihn aber mit dem Horn des Einhorns aus. Ja. Er kriegt 700 ATK und Defense, sodass er jetzt auf 2000 ist. Dann spiele ich noch eine verdeckte. Ich aktiviere meine Fallenkarte, letztes Angebot. Nein, okay. Ich kann 500 Life Points zahlen, um eine Karte als Normalbeschwörung zu beschwören oder zu setzen. Oh shit, okay. Und dafür lege ich die Karte auf den Friedhof und setze eine andere. Oh, und jetzt hast du quasi 500 Lifepoints verloren, ja? Ja, aber dafür habe ich ein stärkeres Monster auf dem Feld. Ja, okay. Wir haben nebenbei auch eine App offen, mit der wir die Punkte berechnen, Leute. Also ist alles im Blick. So. Das ist eine permanente Karte. Eine permanente, genau, die bleibt, ja. Okay. Ja. Ja, ein stärkeres Monster. Egal, ich bin ziemlich confident mit 2000. Dann gehe ich jetzt in die Battleface und ich greife mit dem wilden Kobold dein verdecktes Monster. Ist gesichtsloser Illusionist, der hat 2200 die Verteidigung. Okay, scheiße. Dann verliere ich 200 Lebenspunkte. Einen Moment.
Und alle Bildmarken ist das Yugi-Deck aus der goldenen Box. Ja, ja, es ist aus dieser Collectors-Box mit irgendwie 3 oder 4 Yugi-Decks. Richtig, richtig basic, richtig oldschool. Ich glaube, das ist das, was er hatte, als er zu Pegasus auf die Insel ist. Ich glaube, das ist es. In dem Deck befindet sich auch Exodia. Die dann weggeschmissen worden ist, ne, auf dem Schiff. Wir erinnern uns an diese Szene. Ah, dramatisch. Okay, ich kann das Monster nicht besiegen, das heißt, ich beende meinen Zug. Alles klar. Ich kann leider nichts tun. Ich bin dran. Ja, stimmt, alle finden die Box. Das ist eine nice Box. Ich beende meinen Zug. Ah, okay. Nichts Offensives, dann bin ich dran. Oh. Klassiker. Wieder ein Klassiker. Ich spiele noch gleich den Biberkrieger. Im Angriffsmodus, ganze 1200. Was ich jetzt aber booste mit dem mystischen Mond, rüste nur ein Monster vom Typ Ungeheuerkrieger aus. Das ist der Biberkrieger. Mit dieser Karte aus. Es erhält 300 ATK und Defense. Er ist bei 1,5. Hilft mir jetzt nicht. Und ich beende meinen Zug. Aber ich habe einen Biberkrieger beschworen. Ich ziehe. Jo, Fluxer, what up? Ey, die sind richtig oldschool. Richtig oldschool. Das hilft mir jetzt nicht unbedingt. Ich beende meinen Zug. Ah, okay. Komm, Herz der Karten. Oh! Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Herz der Karten, what are you doing? Was hatte ich da eigentlich gelegt? Moment. Achso, lol. Okay. Ja, dann eine Karte für den Verteidigungsmodus. Und dann beende ich meinen Zug, weil ich legit nicht auf die 2-2 komme bei deinem Monster. Oder 2-3, um ihn zu besiegen. Okay, ich spiele jetzt Zauberkarte, Dian Kaito. Ich krieg 1000 Life-Points. No! Okay, also trage ich jetzt bei 8-5. Scheiße. Ich beende meinen Zug. Oh mein Gott. Okay, komm. Herz der Karten. Das kann ich nicht machen. Oh, das Herz der Karten. Oh mein Gott. Okay. Ich opfere hier den Griffon. Ja. Den geflügelten Drachen. Und dann beschwöre ich den dunklen Magier. Nein. Easy. Der kleppt dich jetzt. Der kleppt dich jetzt richtig. Dunkler Magier, ja, ne? Battleface. Angriff auf dein Monster. Angriff auf den Illusionisten oder was das war. Genau. Ja. Gotcha. Und dann greife ich mit dem wilden Kobold. 2000 ATK. Greife ich dich direkt an. Kannst nicht machen? Keine Falle? Oh, nee. Nice. Okay, und dann nochmal mit dem Biberkrieger 1,5. So, jetzt erstmal hier in der App. Zack, 2000 abziehen und jetzt die 1,5. Moment. Man kann es auch addieren. I see. Okay. So, und dann beende ich meinen Zug. Das hat gescheppert. Ich komme damit nicht hin. Fuck. Ja, der dunkle Magier ist mächtig. Junge, Trumpfkarte hier. Ich hab Idee, weil ich so scheiß Karten hab. Ah, ja gut, das kann man. Ja. Scheiße. Oh no. Black Screen. Oh no. Wie, Black Screen? Nee, bei mir ein bisschen technische Probleme. Einen Moment. Achso. Ah, disgusting. Okay. Ich sehe wieder alles. Wie viel ATK hatte Dunkler Magier? 2,5 hat er. Okay, dann könnte das funktionieren. Oh no. Oh no. Oh, okay. Oh no. Ich hasse es. Ich beschwöre Klangvogel, aktiviere dessen Effekt, welcher es mir erlaubt, eine Ritualzauberkarte zu holen. Aus meinem Deck? Ja, der Sonic Bird. Eine gute Karte. Oh nein. Warte mal, was hat hier gelegt? Okay. Wo bist du? Es gefällt mir nicht, Leute. Ich mische mein Deck. Aha. Ja, Pegasus Deck, ne? Ritual-Beschwörungskarte. Das ist nicht gut. Gut. Hier, die Karte. Mhm. Jetzt muss ich kurz lesen. Direkt auf die Hand. Ja.
Okay, dann aktiviere ich das Ritual. Oh no. Okay, ja. Und jetzt beschwörst du. Opfere mein Klangvogel. Beschwöre So. Oh aufgegeben. fuck. Nochmal ganz kurz Erklärung, was war der Effekt? Wähle ein Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners, behandle dieses Monster wie eine Ausrüstungskarte, mit der aufgegeben ausgerüstet ist. Aufgegeben übernimmt die Attacke und Death des ausgewählten Monsters. Dieser Effekt kann nur einmal pro Spielzug verwendet werden und aufgegeben kann nur mit einem Monster ausgerüstet sein. Wenn dieses Monster als Ergebnis eines Kampfes zerstört wird, zerstöre ich stattdessen das Monster, mit dem dieses Monster ausgerüstet ist. Jeglicher Kampfschaden, der dir zugefügt wird, wird auch die Le de den Lifepoints deines Gegners zugefügt. Ah, okay. Und ich Räudig. rüste aufgegeben mit deinem schwarzen Magier aus. Das heißt, ich Deinem nehme ihn jetzt dunklen eigentlich runter Magier. und würde ihn dir geben, ne? Ja. Als Ausrüstungskarte. Ja, Theoretisch. ich lege jetzt einfach mal hier schwarze Illusionsritual hin, damit die Zone bedeckt ist. Ja, genau, damit wir wissen. Quasi. Scheiße. Das ist nicht gut. Ja, dann gehen wir in die Battle Phase. Oh no. Ich greife dein Biber an. Nicht der Biberkrieger! Er hat nur 1000 Life 5. Points, gell? 1000 Damage hier einfach. Oh Gott. I end my turn. Na gut. Dann bin ich dran. Herz der Karten. Oh. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nein. Okay, warte. Die Karte war. Ach Gott. Aber das ist aufgegeben, kann man mit Zaubern Fallenkarten zerstören einfach, ne? Direkt. Ja, also, aber stattdessen wird dann halt das Monster zerstört. Auch bei Zaubern Fallenkarten? Wenn dieses Monster als. Ah, nee, als Ergebnis eines Kampfes, okay. Okay. Oh, mega nice. Okay, pass auf, dann spiele ich Kuribo. Und dann aktiviere ich Okay. die mystische Box. Wähle ein Ah, Monster, das dein okay. Gegner kontrolliert und ein Monster, das du kontrollierst, zerstöre das erste gewählte Ziel, dann übergib deinem Gegner die Kontrolle über das zweite gewählte Ziel. Und dann zerstöre ich dein aufgegeben und ich gebe dir Kuribo. Und Okay. Magie auf dem Friedhof. So, eiskalt, eiskalt. Okay, und dann Battleface. Ja. Und dann greife ich mit dem wilden Kobold an, 2000. Kuribo hat nur 300, das sind 1,7 Schaden. So. Minus 1000. Ah, oh, sehr Okay. schön. Und dann Nein, nein, nein. beende ich meinen Zug. Okay. Das geht hier Schlag Oh. auf Schlag, du. Ich aktiviere Wiedergeburt. Nein! Hole aufgegeben wieder. Okay, und Dann dann. rüste dich aufgegeben mit deinem Kobold aus, was dein Hort zerstört, Zerstört. glaube ich. Und die besagt, wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, lege sie auf das Deck zurück. Also ich lege sie auf das Deck zurück. Nein, du kannst. Ich kann? Du musst nicht. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, lege sie auf das Deck zurück. Ja, Okay. okay. Ich glaube, das war. Oder weiß nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht weiß der Chat das. Horn des Einhorns? Na? Come on. Horn des Einhorns. Vergiss es. Oh doch. Ah, da. Ja gut, ne, dann musst du die wieder oben auf dein Deck Muss legen. ich, wa? Ja. Okay. Okay, gut. Ja. Also hat den wilden Kobold gesnackt. Goddammit. Okay, was machst du jetzt? Ja, 1300, ne? Ja, der hat nur 1,3, ja. Ich greife dein verdecktes Monster an. Oh, es ist der Steinsoldat! 2000. Das heißt, wir beide kriegen 700 Damage. 700. So. Warte, wir beide? Nee, warte. Ja, wir beide. Oh, wir beide? Oh, du Ja. Sau! Okay. Wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe, bin ich bei 6,1 und du bei 2,6, ne?
bis 268, ich bin bei 26. Aber, ach, siehst du? Nee, aber diese oder? Monat? Hast du die gerade abgezogen? Achso, ja. Nee, nee, nee. Nur zur Sicherheit, ne? Kurzer Check. Okay. Ja. Alright. Ja, siehst du, habe ich vergessen. Ja, passiert. I end my turn. You end your turn. Herz der Karten. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. I mean, I could. Kannst du das, was du absorbiert hast mit dem Aufgegeben, einfach wegschmeißen und ein neues Monster absorbieren? Ich glaub nicht. Okay. Weil ich eigentlich ziemlich fein bin damit, dass du den wilden Kobold hast. Ich aktiviere Horn des Einhorns, rüste den Steinsoldaten aus. Der hat jetzt 2-7 Defense. Und dann beende ich meinen Zug. Weil ich muss ja quasi dich zweimal angreifen. Einmal, um dann mein Monster zu zerstören. Und einmal, um dann dein Aufgegeben zu zerstören. Ich meine, das Gute ist, du kannst damit jetzt nichts machen, weil wenn du die Defense angreifst, kriegen wir zwar beide Schaden, aber du hast bedeutend weniger Lebenspunkte. Ja, ich beende meinen Zug, ich kann nichts machen. Okay. Herz der Karten! Oh damn! Okay. Ich muss mal kurz meinen Friedhof checken. Nein. Okay. Leider gar nicht. Uff, okay, das ist rough, das ist schade. Dann beende ich meinen Zug, ich kann nichts machen sonst. Lege eine Karte verdecken, beende meinen Zug. Okay, 2 verdeckte Karten, ich bin dran. Herz der Karten! Nee, das bringt mir auch nichts. Oh Gott. Ich beende meinen Zug. Oh no. Lege ein Monster verdeckt, beende meinen Zug. Come on, Baby. Oh. Ja gut, das bringt mir auch nichts. Denkst ja, du darfst nur maximal 6 Handkarten haben. Ja, ich habe jetzt, die eine verdeckt gelegt, jetzt habe ich noch 6 und dann spiele ich noch eine verdeckte und dann beende ich meinen Zug und habe jetzt 5 Handkarten. Oh. Ich spiele Fluchzerstörer, damit kann ich eine Zauberkarte auf dem Spielfeld wählen. Nein. Und zerstören. Wenn das Ziel verdeckt ist, wird das aufgedeckt. Wenn es eine Zauberkarte ist, kommt es auf Friedhof, ansonsten wird sie wieder verdeckt. Okay, welche? Ich wähle die in der Mitte. Die hier? Nein, die dann. Warte, ja, die. Die, okay. Nee. Nein, die andere. Die andere? Achso, in der Mitte. Es waren die verräterischen Schwerter. Ja. Oh. Die wären gut gewesen. Ja, okay. Ich beende meinen Zug. Mist. Oh, was ist das? Das wäre not bad. Achso, nee, aber das muss. Ach, unangenehm. Okay. Dass die Schwerter kaputt sind, ist jetzt ganz schwierig. Du bist dran. Das hat's mir jetzt ein bisschen versaut. Das wäre jetzt, mein Comeback gewesen. Ja, beendest du deinen Zug? Ich beende meinen Zug. Ach, verdammte Scheiße, wirklich. Alter! Die Oldschool Yu-Gi-Oh! Experience. We can't do shit. Ich könnte was machen, aber das würde mir nichts bringen. Ja, okay. Ja, also klar, man kann bestimmt nur, aber ne? Wie sinnvoll ist es? Ah, scheiße. I end my turn! Okay, ich ziehe eine Karte. Ja, toll. Oh mein Gott.
Yikes, du bist dran. Ich krieg halt nur Müll. Ich auch. Das hilft mir alles nicht. Das hilft mir alles nicht, wirklich. Auch dass ich... Ich beende meinen Zug. Oh Gott, okay. Ich bin dran. Come on, Herz der Karten. Bitch, du bringst mir gar nichts. Entschuldigung. Okay, ich habe jetzt 6 Karten auf der Hand. Ich beende meinen Zug. Ich muss jetzt noch keinen abwerfen, ne? Nee, erst bei 7. Erst bei 7. Bitch, du bringst mir auch nichts. Höchst unangenehm. Ich lege eine Karte verdeckt. Und beendest deinen Zug? Ja. Herz der Karten. Oh Gott, das bringt mir alles nichts. Oh mein Gott, warte mal kurz. Ja, schön. Ja, dann beende ich meinen Zug und jetzt habe ich 7 Karten auf der Hand und muss eine abwerfen. Ja. Weg damit. Du bist dran. Okay. Raw. Yes. Okay. Ich beschwöre Höllenwesenpuppen. Okay. Beschwöre Thun-Alligator. Okay. Zahle 500 Life Points. Um dann die beiden als Tribut anzubieten, um Thun Antikarten Triebskolum zu beschwören. Nein, der hat mehr als meiner. Oh shit. Ja, okay. So. 3000 dann hat der, ne? Dann greife ich dein Monster an. Okay. Und zack. Mach Piercing Damage. Piercing Damage, Horn des Einhorns, zurück auf das. Ja, das sind. Ja, wie viel Verteidigung hatte der? 2,7 hatte der. Also kriegst du 300 Schaden. Ja. Okay, scheiße. Und dann jetzt greife ich dich. Ja. Mit dem wilden Kobold 1,3. Ah, okay. Das tut weh. 4,5 habe ich jetzt noch. Okay. Ich habe noch 2,1. machst du noch was? Nee, wa? Nee. Okay, dann. Herz der Karten! Oh, die Karte habe ich gar nicht erwartet. Bevor du was machst, ich aktiviere Raubende Goblin, hätte ich vormachen sollen. Okay, was macht das? Jedes Mal, wenn ein Monster das kontrolliert, den Lifepoints seines Gegners Kampfschaden zufügt, wirft er eine zufällige Karte ab. Ah, okay, das ist unangenehm. Ja, dann beende ich meinen Zug. Scheiße. Ich glaube, das war's für mich. Nee, eine Runde überlebst du noch. Ja. Aber hilft sie ja. Mir? Ich greife mit antiker Antriebskolum an. 3000. Ja. Und mit dem Kobold, dann, ne? Ja, dann musst du eine zufällige Karte abwählen. Wie viele Handkarten hast du? 6. Ich nehme die in der Mitte. Also die 3 oder 4? 3. Scheiße. Ja. Das linke Bein der Exodia. Verdammt. Okay. Dann greif dich noch für 1,3 an. Ja. Und wirfst die zweite Karte von links ab. Nein! Der Kopf der Exodia. Okay, scheiße. Ich werde weit zurück. Komm, Herz der Karten. Are you kidding me? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, das war die. Yikes. Nee. Scheiße. Beende meinen Zug. Mehr kann ich nicht tun. Draw. Oh no. Ja, wir gehen direkt in die Battle Phase und ich greife dich mit antiker Antriebskolum an. Der Arm der Exodia. Oh, und du bist dead. Ab ins Reich der Schatten. Yeah.